Jeder Eishockey-Fan weiß, Deutschland ist gerade im Nachwuchsbereich nur ein kleiner Fisch im großen internationalen Haifischbecken. Doch hier zeigte der 97er-Jahrgang, dass man auf dem Top-Niveau einigermaßen mithalten kann. Nach den klaren Auftaktpleiten 1:4 gegen Schweden und 2:5 gegen die Schweiz bereitete das deutsche Team in den letzten beiden Spielen Finnland und Tschechien viel Kopfzerbrechen und setzte die Vorgabe von Trainer Christian Künast buchstabengetreu um. Unsere Ziele waren jeden Tag, sich zu verbessern, an gewissen Punkten zu arbeiten. Das haben wir gemacht. Das ist auch von der Mannschaft so angenommen worden. Letztes Jahr zum selben Zeitpunkt war dasselbe Turnier in Schweden. U19 haben wir 0 Punkte gehabt. Also ist auf alle Fälle eine Steigerung. Denn diesmal holte man 2 Punkte. Einen in einem begeisternden Duell gegen die Finnen. Die sind ja immerhin amtierender U20-Weltmeister, auch wenn hier natürlich der Nachfolgerjahrgang spielte. Und einen weiteren im abschließenden Turnierspiel gegen die Tschechen. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal staunten die knapp 500 Zuschauer im Deggendorfer Eisstadion am Freitagabend nicht schlecht, als Deutschland, das ja heuer die angestrebte Rückkehr in die A-Gruppe der U20-WM klar verpasst hatte, dem haushohen Favoriten Finnland 60 Minuten lang Paroli bot, dreimal einen Rückstand aufholte und knapp 3 Minuten vor dem Ende in doppelter Überzahl durch Lukas Dumont sogar mit 4:3 in Führung ging. Die Skandinavier erzwangen dann zwar mit 6:4 auf dem Eis wenige Sekunden vor dem Ende den Ausgleich und gewannen in der Overtime durch diesen Treffer von Juho Rautanen, aber diese Leistung des deutschen Teams nötigte viel Respekt ab. Ebenso wie tags darauf die 0:1 Penalty-Niederlage gegen die Tschechen. Ich glaube, die Mannschaft hat überragend gespielt, gestern und heute, gegen 2 Gegner, die wo absolute Weltspitze sind, und da haben wir sehr gut mitgespielt und heute waren wir in meinen Augen die bessere Mannschaft. Es, glaube ich, sagt alles, wenn der Torhüter von den Tschechen bester Spieler geworden ist. Wir hätten die Chancen gehabt zu gewinnen, genauso aber auch die Tschechen. Und es war ein hochklassiges Spiel und am Schluss Penalty ist leider ein bisschen eine Lotterie. Ja, also wir haben wirklich alles dafür da, dass wir eigentlich heute da 3 Punkte holen. Leider ist vorne keiner reingerutscht und im Penalty ist halt unglücklich gegen uns dann ausgegangen. Die deutsche U19 hatte unter anderem durch Julian Napravnik und Christoph Körner mehrere gute Gelegenheiten in der regulären Spielzeit zu treffen, scheiterte aber immer wieder am starken Ondrej Kutscher im Tor der Tschechen. So ging es ins Penaltyschießen, wo unsere östlichen Nachbarn beide Versuche durch Philipp Dvořák und Dennis Kusi trafen. Bei Deutschland traf dagegen nur Napravnik. Dumont und Lukas Käble scheiterten und so ging der Zusatzpunkt an die Tschechen, die damit Vierter hinter den nur am Anfang des Turniers starken Schweizern wurden. Für das deutsche Team blieb nur der erwartete letzte Platz. Trotzdem war es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Klar, jetzt wenn man gerade die letzten 2 Spiele sieht, wie die Jungs gackert haben, kämpft, auch ein gutes Eishockey gespielt haben, ist es vielleicht jetzt momentan etwas enttäuschend, besonders für die Mannschaft, weil sie viel investiert haben. Aber es hat am Ende dann doch wieder nicht gereicht, weil die ersten 2 Spiele haben sie noch nicht wirklich auf dem Niveau mithalten können. Und, aber sie können auf jeden Fall mit oben im Haupt hier Deggendorf verlassen. Und das Wichtigste ist, dass sie was lernen, was mitnehmen und dass wir Stück für Stück hier an der Leistung arbeiten. Es gibt nur einen Satz dazu. Wenn man mit ihnen arbeitet, können die in jeder Liga spielen. Man muss halt mit ihnen arbeiten und nicht irgendwo links liegen lassen. Klare Ansage, die sich der ein oder andere Manager in der DEL zu Herzen nehmen sollte. Dieses Turnier, für das die Veranstalter in Deggendorf übrigens von allen Seiten großes Lob einheimsten, macht aber Mut für Ende des Jahres, wenn diese Jungs dann bei der U20-WM erneut die Mission Wiederaufstieg angreifen. Turniersieger wurden am Ende übrigens die Schweden und daran waren die Deutschen nicht unschuldig. Dadurch, dass sie den Finnen einen Punkt klauten, wurde das eigentliche Highlight am Samstag, das Skandinavier-Treffen zwischen Schweden und Finnland, nur noch zum Prestigeduell. Das gewannen zwar die Finnen mit 5:1, aber dadurch, dass Schweden zuvor alle 3 Spiele glatt gewonnen, Finnland aber gegen die Schweiz verloren hatte und auch gegen die Deutschen patzte, durften am Ende die Schweden feiern.